Hi, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Antonia und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute male ich Bilder für TikTok. Ja, ich habe es mir endlich runtergeladen. Ich finde es auch super. Ich habe nicht nur ganz viele neue Inspirationen, sondern auch neue Lieder, die ich jetzt rauf und runter höre. Und in diesem Video werde ich einfach Bilder malen und daraus TikToks machen und diese hochladen. Ich habe auch schon TikToks hochgeladen, es waren aber mehr so recycelte YouTube-Videos, also nichts Neues. Ich war anfangs echt mega überrascht, meine Videos hatten zwischen 300 bis 500 Aufrufe und ich dachte mir so, wow, damit kann man ja wirklich ziemlich schnell viele Leute erreichen. Dann hatte ich aber ab dem vierten TikTok leider das Problem, dass die einfach nicht mehr auf der For You-Page gelandet sind. Demnach hatten die ganz, ganz wenig Aufrufe. Von 0 bis 1. Mittlerweile sind wir bei 47. Also wir steigern uns langsam. Nichtsdestotrotz würde ich gerne Bilder malen und die dann auf TikTok hochladen. Und das machen wir in diesem Video. Und ich würde sagen, fangen wir direkt an. So, kommen wir zu dem ersten Bild. Und wer es jetzt vielleicht schon erkannt hat, das sind Mushu und die Grille aus Mulan. Hat die Grille einen Namen? Ich glaube nicht. Ich habe letztens erst Mulan geguckt und mir fällt es jetzt wirklich nicht ein. Wie heißt die Grille? Ich glaube, die heißt nur Grille. Naja, auf jeden Fall. Ich habe letztens erst Mulan geguckt und sogar auch den Mulan-Film mit den echten Menschen und ich finde ihn wirklich furchtbar. Ich frage mich, wie man Mulan so ruinieren kann. Ich weiß nicht, findet ihr den gut? Wenn ja, schreibt mir mal warum, weil das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Gut, kommen wir jetzt aber zu dem Bild. Bis jetzt ist noch nicht viel passiert. Ich habe bis jetzt nur mit Schwarz gearbeitet. Das Ganze ist mal wieder super winzig und klein. Es wird hier langsam zu einem Running Gag, dass ich absolut versage in der Größenauswahl und alle Sachen einfach immer viel zu klein mache. Das wird für mich dann natürlich immer viel anstrengender. Keine Ahnung, warum mir das nicht auffällt. Hätte mir auffallen sollen beim Abzeichnen, dass die Grille einfach extrem winzig ist. Ich habe es irgendwie geschafft, aber dadurch, dass es so klein ist, ist es eigentlich auch relativ einfach gewesen und ziemlich schnell, weil ich ja jetzt auch nicht so viel mit Details und so arbeiten konnte. Und das Bild, das ich als Malbild, Reference Picture benutzt habe, das ist auch so klein, also hätte ich es gar nicht größer machen können, denn je größer ich es gezogen hätte, desto unscharfer wäre das Original geworden, also es passt, es ist niedlich. Wir sind dann auch fast am Ende angekommen und irgendwie, also ich meine, ich finde das Bild ziemlich niedlich und ich bin auch ziemlich happy, aber es passt so gar nicht zu den anderen Bildern, die ich machen werde. Da ist es, mein erstes Bild, super klein, ihr könnt das gar nicht so. Gut, dass ich Nahaufnahmen mache. Hier seht ihr wieder, wie winzig das war und was soll ich dazu sagen? Das ist niedlich. Ich weiß jetzt nicht, was ich damit mache. Das ist das Problem. Ich male die ganze Zeit neue Bilder und wie euch vielleicht auch gefallen ist, mein Zimmer ist nicht so super groß und was mache ich mit dir? Ich muss sagen, mit Bild Nummer 2 hatte ich einige Probleme. Ich fand das Originalbild leider nicht so optimal. Das hatte nicht so schöne Lichtverhältnisse und der anderen Seite war eine Person. Es war ein bisschen blöd und ich war auch bis zum Ende nicht so ganz zufrieden. Zuerst habe ich die Farbe gebranntes Sienna genommen und die doll mit Wasser vermischt und dann schon so circa eingezeichnet, wie die Hautschattierungen sind. Und dann bin ich mit 2 oder 3 Hautschichten drüber gegangen und ich hatte wirklich große Probleme mit der Haut. Ich war absolut nicht zufrieden und auch die Brille gefällt mir tatsächlich nicht so super. Also ihr merkt, ich war eigentlich gar nicht so sehr zufrieden mit allem. Aber ich muss sagen, die Hintergrundfarbe hat es ziemlich rausgehauen. Die ist mir so spontan eingefallen, weil ich habe auch die Farbe des Lollis verändert und ich dachte, das passt dann ganz gut. Und ich muss auch sagen, das gefällt mir wirklich am besten. Und das ist es fertig gemalt, aber ich hatte noch eine Sache, die ich gerne ausprobieren wollte. Bild Nummer 2! Und wenn ihr euch fragt, wie ich das Ganze gemacht habe, das zeige ich euch gleich. Das Ganze hier ist Kunstharz und das habe ich von Amazon und ich finde den Effekt einfach mega. Es wertet dieses Bild einfach um tausendfache auf. Ich finde, ich bin mega happy. Ich habe leider nur ein bisschen verkackt. Und hier hinten ist die Folie noch dran, weil ich das hinten nicht abgeklebt habe. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie ich das gemacht habe. Das Ganze ist eine Kurzversion, denn ich werde vermutlich noch weitere Videos dazu machen und dann erkläre ich das genau. Man mischt Harz und Härtner in dem Verhältnis, wie es vorgegeben wird, zusammen. Dann habe ich da noch Glitzer reingemischt und das Ganze auf die Leinwand gegossen und verteilt. Und das muss dann 24 Stunden trocknen, dann kann man schon anfassen, dann ist es hart und nach
48 Stunden ist es komplett ausgehärtet und ich finde es wirklich mega, ich bin total begeistert. Da das Ganze das erste Mal war, dass ich das gemacht habe, gibt es ein paar Reaktionen von mir, die ich euch nicht vorenthalten will. Oh mein Gott, das ist so schön! Oh, ich spiegel mich da drin. Ich kann euch nicht verraten, warum meine Stimme da so hoch war. Ihr merkt, ich war mega aufgeregt. Ich bin ein Freak, was soll ich dazu sagen? Nächstes Bild. Kommen wir zu Bild Nummer 3 und alle Farben, die ihr da an der Seite seht, die habe ich auch tatsächlich benutzt, um mir die Haut anzumischen. Und ich habe immer den Hautton, den ich gerade gebraucht habe, neu angemischt mit den Farben. Also ich habe mir nie ganz viel angemischt auf Reserve, sondern immer wieder neu. Und ich muss sagen, das ist ganz cool geworden. Also ich bin ziemlich zufrieden. Der Hautton passt jetzt nicht so 100%, aber die Lichtverhältnisse und so stimmen. Und es gefiel mir wirklich echt gut. Und der Witz bei diesem Bild ist einfach, dass ich anfangs die ganze Zeit super zufrieden war und dann am Ende nicht mehr so. Also genau umgekehrt zu Bild 2. Ihr werdet auch merken, warum. Ich muss sagen, das Gesicht war auch super schwer, weil es eigentlich fast komplett dunkel war. Aber es musste trotzdem Dimensionen haben und man musste die Gesichtsmerkmale erkennen. Und das war wirklich schwer. Und dann hatte das Ganze ja so grauen Glitzer, so silbergrau Glitzer. Und ich habe mir erst überlegt, ich male das Ganze mit Metallic-Farbe an. Das sah jetzt beim Malen nicht so schön aus, aber ich fand, es sah ziemlich cool aus. Und dann war ich mir unsicher, mache ich Glitzer, ja oder nein? Und dann habe ich eine Umfrage gemacht. Und diese Umfrage war wirklich super knapp. Also es hat auch manchmal voll hin und her gewechselt. Und es war fast die ganze Zeit bei 50-50, aber Glitzer hat dann ganz leicht gewonnen. Und dann habe ich das Ganze mit Flüssigkleber versucht, den so aufzupinseln und dann Glitzer darauf zu machen. Und was soll ich sagen, es hat absolut nicht so toll funktioniert. Also benutzt keinen Flüssigkleber, ich glaube Klebstift ist besser. Also was natürlich super blöd gelaufen ist, ist diese Stelle hier. Was ich jetzt noch probieren kann, ist das Ganze so zu machen wie bei dem Bild davor. Und da einfach eine Schicht Harz mit ganz wenig Glitzer drüber zu machen und dann mal schauen. So, ich weiß noch nicht, wie es aussieht, wenn es getrocknet ist, denn ich schneide das Ganze davor. Aber ich weiß nicht, ich wollte eigentlich keinen Glitzer auf dem Körper. Ist es too much? Ist es besser als vorher? Ich weiß es nicht. Was meint ihr? Bild Nummer 3 und ich bin immer noch nicht zu 100% sicher, ob ich das jetzt besser finde oder nicht. Es ist halt, es ist viel. Aber Harz hat es auf jeden Fall gerettet, also Hearts for the win. Ihr müsst mir helfen. Findet ihr das besser als vorher? Ich weiß es nicht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Abo und über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und da mache ich wieder was mit Hearts. Und das wird ziemlich cool. Ich freue mich schon richtig darauf. Ich denke, dass es auch relativ schnell danach kommt, weil ich es kaum erwarten kann.